Also, Magnum Opus und Still King läuten so das letzte Album von Kolle ein. Was heißt läuten ein? Es ist da, das letzte Album von Kolle. 1.8. ist das Release-Datum von Kollegas letztem oder 2.8. Tut mir leid, ich korrigiere mich. Liken, Support ist kein Mord. Still King, das Album, ist so das letzte Solo-Album von Kollega aller Zeiten. Denke ich mal, gehe ich davon aus. Also so wie er uns das kommuniziert hat, nach außen kommuniziert hat, soll das so sein. Hört sich irgendwie nicht real an? So denke ich nämlich auch. Es klingt so unreal. Johnny Instrument hat das ganze Ding produziert, Magnum Opus und Still King. Es ist einfach unreal. Es kann nicht sein. Magnum Opus klärt mich ganz kurz auf. Was heißt es? Aber Chat, Hand aufs Herz, denkt ihr, es kommt nochmal irgendwie so JBG-mäßig was mit Farid? Boah, ich hoffe einfach nur. Ich hoffe einfach, dass er sagt, okay, Solo-Karriere ist beendet so. Wisst ihr, ich meine, ich hänge wirklich meine Solo-Karriere an den Nagel und mache da nichts mehr so. Ich beende das jetzt mit dem Album, mit Still King. Ist auch cool gelaufen. Die Promophase war kurz und knackig, um ehrlich zu sein, ne? Und ich mache jetzt nur noch so Kollabo-Sachen, so Feature-Sachen. Wäre auch cool eigentlich, oder? Wenn Stille eintritt und kein Regen mehr fällt, wenn der Nebel Dunst zerfliegt und keine Krähe mehr kräht, wenn du ihn unter Tränen an der Silhouette erkennst, dann impliziert das, der Boss ist sein letztes Mal back. Weißt du, wie es ist, wenn du von gar nichts kommst? Digga, das kann nicht sein. Es kann wirklich nicht sein, dass der Boss das letzte Mal back ist, ohne Witz. Magnum, großes Opus-Werk, seltener Magnum Opus, bezeichnet man das bedeutendste Werk, eines Künstlers. Okay. Chat, vielen lieben Dank. Also das ist so das bedeutendste und größte Werk. Also woran misst man Größe? An Streamingzahlen oder an Laufzeit? Ist ja auch egal, ne? Es ist auf jeden Fall Magnum Opus. Jetzt ist das bedeutendste Werk von Kollega, von einem der lyrisch besten Deutschrapper, die wir so jemals haben werden wahrscheinlich. Also ich bezweifle sogar ganz, ganz stark, dass wir irgendwann mal jemand haben werden, der annähernd nur in seine Fußstapfen rein lyrisch irgendwie treten kann. Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist, wenn du das Platin holst? Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist, wenn dich der ganze Erfolg einsam macht im Biss? Doch du sowieso immer alleine deinen Weg gingst. Weißt du, wie es ist? Nee, tatsächlich kann ich mit so Sachen mit... wie man Platin geht und wie der Erfolg einen einholt und alles, was die Schattenseiten, die dann mit dem Erfolg kommen, damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, ne? 2x19 Songs auf 2 Disc, verdammt, Junge. Also der hat Longplayer mal wieder komplett ernst genommen. Wenn du grad 10 bist und Taschengeld brauchst und dafür Gartenzäune lackierst, schon bist du 20, es wird sich in kriminell wahnhafte Abenteuer gestürzt. Einmal geblinzelt und du bist 30, eine Menge krankes Zeug ist passiert. Und mit 40 hast du die Bedeutung der Tragik von falschen Freunden kapiert. Was weißt du von... Irgendwas, was mich gerade gestört hat an der Szene, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe einfach drauf geachtet, so randommäßig. Dieser Bügel hier von seiner Brille, ne? Er hat gerade in der Szene davor keine Brille angehabt. Man hat diesen Abdruck von dem Bügel gesehen. Keine Ahnung, Bro, so, ich weiß nicht. So, das ist Magnum Opus, das bedeutendste Werk. Da darf man doch so einen Abdruck nicht sehen, mein Gott, ne? Spaß beiseite, ist nur ein Brillenabdruck. Bis jetzt, Beat gefällt mir, aber es ist nicht so mein Lieblingsbeat. Also ich fand zum Beispiel das mit Favorite Beat technisch um Längen besser so. Ist ganz cool, ist so, glaub, so ein typisches Kollega-Ding, ne? Von Düsseldorf von mitgebrochenem Arm eine Straßenkreuzung passiert. In Somali in Unterzahl retten, der grad von paar Leuten brutale Fäuste kassiert. 6 Jahre später besucht er mich auf meiner King-Tour, sagt voll Freude zu mir. Wegen dir hab ich damals entschieden zu stoppen mit hartem Zeug konsumieren. Was weißt du von... Ich denke auch, das hat Kolle unglaublich gut hinbekommen. Dieser Spagat zwischen, okay, ich bin der Künstler irgendwie, ich bin schon Kollege, so, also nicht Felix Blume, sondern schon Kollege, so der Künstler, und bring da auch wirklich Musik, also unglaublich hochqualitative Musik raus, ne? Aber ich bin gleichzeitig auch irgendwie jemand, der Jugend irgendwie so einen kleinen, wie soll ich sagen, Anker geben möchte, so an dem sie sich festhalten können, so vielleicht auch, ich denke, der hat vielen Jugendlichen unglaublich viel geholfen, so, durch diese, vielleicht nicht durch diese Boss-Trafo irgendwie so ein bisschen, aber durch diese Bücher und sowas, ne, durch sein Mindset generell, der Bruder hat ein unglaublich starkes Mindset, so. Kollegas Zeit ist vorbei, ist schwierig zu sagen, so, keine Ahnung, also, ist wirklich schwierig zu sagen. Es ist zumindest gut, dass er
das selber einläutet und nicht wie irgendwie Kapi jetzt auf einmal so komplett schlechte Songs bringt. Samra hätte für meine Verhältnisse auch irgendwie mal zwei Jahre Pause machen können, wo er nur Müll-Songs gebracht hat. Hätte man auch nicht auf Krampf weitermachen müssen, so. Hätte man sich ja auch 2 Jahre Pause gönnen können. Er macht's halt klug und sagt, okay, hey, es ist vorbei, ne? Ich bin an meinem irgendwie Peak angekommen oder so. Wenn es am schönsten ist, sollte man gehen, ist gut gemacht. Also bezeugt bis ins Hirn. Was weißt du vom Sieg über Sucht im Gefühl, wenn du nach und nach die schon seit Jahren akzeptierte Paranoia verlierst? Ja. Denn hast du Money und Fame, bist du immer der, den man im Fadenkreuz attackiert. Was weißt du von 24/7 Alarm bereits ein, falls die Lage neu eskaliert? Wenn du ne 20... Also ich weiß davon überhaupt nichts, ne? ...jährige Karriere lang nur eine Handvoll persönlicher Werke machst, weil du früh lernst, dass dir nicht die Karte schon kommen, die smartes deutsches Ge... Oh, was war denn das? Habt ihr es gehört? ...karriere lang nur eine Handvoll persönlicher Werke machst, weil du früh lernst, dass dir nicht die Karte... Genau hier. Was ist das hier? Warum sticht es so in mein Ohr rein? Also da war irgendwie, also keine Ahnung, mixingtechnisch ist es ultra gut gemacht, so wie wir es von Kolle eigentlich gut kennen, so, ne? Kolle ist immer so, also man hört brutal raus. Es ist nur bei Kolle so irgendwie, ist mir aufgefallen. Man hört brutal raus, ob das Ding ein Albumsong wird oder ob das Ding irgendwie einfach so ein random Free-Track wird, ne? Wenn es so ein Free-Track wird, ist manchmal die Mische bodenlos bei Kolle. Ohne Witz, wirklich nicht gut, ne? Sobald es aber in Albumrichtung geht, ist die wirklich on point und knackig und richtig geil. Außer diese eine Stelle hier. Da sticht eine Frequenz so in mein Ohr rein, Digga. Neu eskaliert, wenn du eine 20-jährige Karriere lang nur eine Handvoll persönlicher Werke machst, weil du früh lernst, dass dir nicht die Karte... Hör dir das di-di-di-di-di, wenn er dieses di-di-di-di macht, dieses di-di-di-di. Wenn du eine 20-jährige Karriere lang nur eine Handvoll persönlicher Werke machst, weil du früh lernst, dass dir nicht die Karte... Das di-di-di-di, das sticht doch, das drückt auch voll für mich, oder? Oder hab ich jetzt irgendwie Tomaten auf den Ohren? Schon Kombi, die smartes deutsches Gehirn, mit Straßenschleuer agieren, wie wenn sich ein Laden Räuber maskiert, bis sich deine Feinde von selber vernichten und du nicht mal Schadenfreude verspürst, nein, ich regel kann... Ich schwör, Kolle ist auch nicht wirklich alt geworden, ne? Wie alt ist Kolle? Irgendwie gute 40, ne? Klingt, als ob er den zweiten Takt genutzt hat. Was? Ob er den... Achso, den zweiten Takt. Den zweiten Take genutzt hat. Es liegt ja nicht am Take, also... es liegt dann einfach nur am Mix. Also im Mix hat man 100% diese Frequenz rausgedreht, aber irgendwie ist sie da durchgepoppt irgendwie. Weil das ist auch so eine drückende Frequenz. Also die zieht man immer ganz gerne raus. Wenn du, also du ziehst generell immer am Anfang Störfrequenzen raus mit EQs etc. und komprimierst dann erst so, dass halt diese Störfrequenzen nicht mehr hochkomprimiert werden, wenn du einmal komprimiert hast. Aber irgendwie kam diese Frequenz durch. Und die hat voll, also mein Ohr zerstört. Beef über Telefon, regel hier nichts über Snapstream, John McEnroe redet der frechen Ton. Ich bin seit Anfang der Legacy, ständig im Battle Mode. Welle gemacht, alles weggeflaut, so wie eine Natural Catastrophe. Und ein Rettungsboot, ich schraub noch einmal das Level hoch. Realest shit that I ever wrote, damit ihr... Ich schraub noch einmal das Level hoch, realest shit I ever wrote oder sowas, das ist cool. Auch sein Englisch ist hier so, ist besser. Also man kann nicht sagen, ist gut oder sowas, es ist... Also, was heißt gut? Also, er kann sich bestimmt gut verständigen, mein Gott. Wie viele Sprachen kann Kolle? Bestimmt mehr als 2 oder 3, ne? Also, so schätze ich ihn als, ja, Charakter einfach ein. Dieser eine Song, er geht mir nicht aus dem Kopf, ohne Witz. Dieses Zeitgeist oder sowas. Zeitlos, Zeitgeist oder sowas. Ey, das war Englisch wirklich schon ganz, ganz harte Kost, diese 64 Bars oder sowas, er da gerappt hat. Immer eine Messlatte bleibt, fresh ist der Kolle, sein Zettel die Eins. Letztes Mal Lines, letztes Mal Rhymes, letztes Album, mein letztes Goodbye. Weil die das Spagat zwischen Rapster da sein und gläubige Menschen im Wechselbad. Seit ca. 16 Jahren einfach nur langsam, doch sicher die Seele in Fetzen zerreißt. Freshester Kolle seit ZHT1. Ist es so, Chat? Würdet ihr da mitgehen? Also ich kenne dazu diese Legacy noch zu wenig, um ehrlich zu sein, ob das jetzt wirklich so fresheste Kolle seit Zuhälter Tape 1. Ich bin mir da nicht so wirklich sicher, so, ne? Ja, also Beat gefällt mir nicht, also Beat gefällt mir nicht. Dauer die Rapper, Kollegin, Mann, ich war im Grunde wie ihr nur in unfeinlich. Und nicht so ein Hund, meine ich, Fallschalldichte fast unheimlich. War wie der junge Michelangelo, der gerade das Fresko der Sixtinischen Kapelle im Bund zeichnet. Wie war die Kunst heilig? Manche nannte mich Jimmy. Kunst kenne ich mich auch überhaupt nicht aus, um ehrlich zu sein. Obwohl ich gerne mal in so ein Museum gehen würde oder sowas. Obwohl das dann so schon so... Also keine Ahnung, Museum ist manchmal schmeißen die so einen Klecks an die Wand, Farbe, und denken so, okay, und verkaufen diesen Klecks Farbe dann für 1 Million oder sowas. Ich check das wirklich nicht, wie Museen generell oder Bilder generell so, warum die das machen oder sowas. Warum man das für so viel Geld zahlt. Ich schwöre, der Bart hält den auch brutal jung, finde ich, oder? Mit Rapper, manche nannte mich real as fuck. Manche sagten Texte krass, doch Flow monoton und die Message ass. Ich sag euch, dass das hier eine Puppe-Zerfickung wird, ist noch nett gesagt.
Hier auch irgendwie. Also irgendwie ist seine Stimme voll instabil hier. Also ich weiß nicht, ob man das so gut raushört oder ob ich da einfach nur einen Knick im Ohr jetzt gerade habe. So. Aber ich finde, hier poppt die Stimme auch wieder so unangenehm raus. Hast doch Flow Monokon und die Message hast. Ich sag euch, dass das hier eine Puppe Zerfickung wird. Dass das hier eine Puppe, wie soll ich mal, dass hier eine pure, irgendwie so Puppe oder pure, hier, das ist auch schon wieder so voll. Also es drückt doch auf den Ohren einfach. Eine Puppe Zerfickung wird es noch. Wisst ihr, ich mein? Nett gesagt, Magnum Opus, Still King, Vorhang auch für den letzten Akt. Magnum Opus, keine Zeit für Smalltalks, bitte keine Paparazzi-Fotos. Hart im Fokus, bei der Status die Erwartung hochpusht. Magnum Opus, Magnum Opus, Magnum Opus, Magnum Opus. Ja, also Hook lasse ich durchlaufen. Hook ist cool. Muss man, ist okay, ist eine Rap-Hook so, das muss man auf jeden Fall ihm gut oder ihm zuschreiben so. Ist jetzt nicht irgendwie lalala oder was weiß ich, ne? Obwohl Kolle das auf dem La Deutsche Vita-Album auch ab und zu sehr gut gemacht hat. Ich erinnere mich an Alles ist Luxury. Brutal gute Hook gewesen, so um ehrlich zu sein, ne? Ich glaube, Asche hat da auch ein bisschen seine Finger mit im Spiel gehabt, aber ist ja vollkommen in Ordnung so. Magnum Opus ist cool, es ist aber keine Hook, die ich jetzt, also es ist kein Song, den ich nur wegen der Hook hören würde, so. Magnum Opus, auch ein Mafioso, keine Paparazzi-Fotos, bitte lass den Unfug. Du kleines Majestat, ist deine Status, die Erwartung hochpusht. Magnum Opus, Magnum Opus. Oha, ganz kurz, meine Ortskunde kann ich hier wieder zur, ja, wie soll ich sagen, wieder anwenden. Ich kann jetzt wieder durch Ortskunde glänzen. Das müsste definitiv Stuttgart sein. Also 100 Millionen %. Hier hinten ist der Bahnhof, sieht man ganz klar, das ist Stuttgart, Chat. Ich muss auch sagen, ich bin einfach auch kein Fan von diesen Strings oder diesen Synth-Läufen, die da die ganze Zeit laufen. So, also beat-technisch, wie gesagt, ich finde das Ding zum Beispiel ein Favorite oder sowas, auch dieses Gospel-Ding so viel besser, dieses Boom-Bap-Ding steht ihm so viel mehr, finde ich. Back in selbsthelliger Pose, ich komm weltmännisch von oben, mein Erkennungsmerkmal Krone wie die Presidential Rollie. Ich trag herrschaftliche Robe, all das Gold auf meinem Haupt bewegt sich im Bereich von Tonnen, so wie Oscar the Grouch mit... Oscar the Grouch kenne ich nicht, aber bewegt er sich irgendwie im Bereich von Tonnen oder sowas? Was mir hier direkt wieder auffällt, ist, dass die Mische wieder irgendwie anders ist. Keine Ahnung, also ist so, es sind zwei unterschiedliche Songs. Das heißt, man hat die unterschiedlich auf jeden Fall auch gemischt, ne? Man kann jetzt irgendwie nicht jeden Song auf dem Album per se gleich mischen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das würde nie gleich klingen, so. Einfach weil auch beattechnisch und so weiter ganz andere Elemente drin sind, so. Aber hier klingt seine Stimme wieder viel mehr vorne dran irgendwie. Mit historischer Ästhetik wie das gotische Venedig, heroisch in der Szene. Wie Napoleon auf Gemälden, ich bleib chronisch. Sehr schöne Wortwahl, ohne Witz. Das werde ich auch vermissen. Dieser Wortschatz von Kolle ist einfach super schön. Tätig wie das gotische Venedig, heroisch in der Szene wie Napoleon auf Gemälden, ich bleib chronisch überlegen. Wie der große Archimedes, misanthropisch, stoisch, philosophisch, Kollega, the greatest. Aber ich sag euch ehrlich, wenn er mit Geschichte weiterkommt, bin ich richtig lost so. Also, ich kenne mich ein bisschen so mit der deutschen Geschichte aus. Wenn er aber jetzt über das gotische Venedig rappt, wie ästhetisch das ist und, keine Ahnung, Michelangelo damals dieses Bild da gezeichnet hat und den Pinselschwinger so gemacht hat und was weiß ich, Bruder, da bin ich raus. Also generell bei so Namen und sowas, da bin ich komplett raus. Bis zum allerletzten Herzmuskelschlag schwebt mein Geist um die Erdumlaufbahn wie ein Sternschnuppenschwarm. Bis zum Weltuntergang sollte ich sterben, dann im Stehen und mit kaiserlichen Eiern wie die Werke Fabergé senkt den Wagen. Schön. Und damit kaiserlichen Eiern wie die Werke Fabergés. Ich weiß nicht, ob alle Fabergés kennen. Wenn nicht, gibt euch den Song von Rin Fabergé. By the way, auch wirklich guter Rin-Song. So. Einer wenigen guten Rin-Songs. Ich mag noch das Rennen und Alien und so weiter, mag ich auch noch. Aber das sind so Fabergé. Also Fabergé-Eier sind wirklich Eier, die halt so sehr künstlerisch gemacht sind. Mit so Geschnörkel, teilweise auch Gold verbastelt ist und sowas. Das sind so Fabergé-Eier, so keine Ahnung. Nicht diese Matruschka-Puppen oder so, wo in diesem Ei noch ein Ei ist oder so. Nennt man die Matruschka, Matraschka? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ne? Das nicht, aber sie sehen schön aus. Bei Schnee, durch welche Mandelallee, Kolle, der Boss, geflügeltes Wort, Aston Martin-Emblem, Le Meridien separé, sprech ein geflügeltes Wort, Aston Martin-Emblem. Ist nicht Aston Martin auch so, das Emblem ist nicht auch mit so zwei Flügeln verziert? Ich glaube schon. Darlehen, Kolle, der Boss, geflügeltes Wort. Aston Martin Emblem, Le Meridien separé. Sprech ein Toast once in a lifetime. Weil was mich nicht umbrachte, machte mich reicher. Survival of the rich ist nicht im... Ach so, so ist es bei ihm? Bei mir ist so... Gut, ich war noch nie in so einer Situation, was mich jetzt irgendwie potenziell um die Ecke bringen würde oder sowas. Aber bei ihm ist es so, dass wenn es ihn nicht um die Ecke bringt, dass es ihn noch reicher macht.
Okay, vielleicht ist es bei mir auch so, aber bei mir ist eher so, was mich nicht um die Ecke bringt, macht mich stärker. So geht der normale Spruch, ne? Da Vinci'n Sinne, hab die Vision fürs bigger picture wie Da Vinci inne. Vom Block ins Kamera, Blitzlicht, bin ein Naturphänomen. Wie monsunartiger Regen, der über Urwälder will. Er macht aber sehr viel mit Kunst generell zurzeit. Also er hat Da Vinci jetzt nochmal erwähnt, Michelangelo hat er erwähnt, ob er jetzt noch Van Gogh und Goethe erwähnt und keine Ahnung. Sei mal dahingestellt, auf dem Album bestimmt irgendwie. Also es ist sehr künstlerisch geschrieben auch. Was an Zukunft hier lebt, Eis auf der Limited Chopin. Yo, die Uhren voll verspielt wie beim Hinterhofpokal. Besser neige dein Haupt, küsst den Diamantenring. Aus jeder Perspektive King, Spiegellabyrinth. King, auf dem goldenen Thron, still King, oh. Feinde wollten mein Tod. Sowas tut so einem Song auch brutal gut. Ich finde, die Drums sind sehr, die ziehen gut nach vorne. Sagen wir mal so, die ziehen sehr gut nach vorne. Fast vielleicht schon zu gut nach vorne, wer weiß. Also mir gehen die Drums irgendwie nach einer Weile auf den Sack, um ehrlich zu sein. Auch das ist kein Beat, den ich mir jetzt noch zwei, dreimal hören, also geben würde. Es war einfach, mir gefällt er einfach nicht. Von den Elementen her generell, es ist nicht so ein Beat, worauf ich Kolle gern höre. Dafür kann Johnny oder so nicht, zum Gottes Willen, ne? Aber sowas tut einem Song sehr gut jetzt. Still King, ich so ein bisschen runterfahren. Ging Berge erklimmen, doch ich bleibe immer der, der ich bin. Still King, ich mach Seven Figure Deals. Still King, Lichtgestalt wie Lady Liberty. Still King, lieber Respekt als Sympathie, denn ich bleibe immer der, der ich bin. Wisst ihr, ich meine, diese Streiche sind cool. Versteht mich nicht falsch, diese Streiche sind wirklich cool, aber die erinnern mich an irgend so einen ganz alten JBB-Beat einfach so. Damals, keine Ahnung, 2014 oder sowas. Bruder, wenn du einen JBB-Beat gebraucht hast, hast du einfach irgendwelche Strings genommen, hast du irgendwelche Chöre genommen, dann hast du einfach so einen 0815 JBB-Beat gehabt. So. Das ist er nicht. Also das ist kein 0815 JBB-Beat, um Gottes Willen, ne? Der Beat ist geil, keine Frage, aber er passt da nicht so hin, finde ich. Nach Drive-By-Shots vom Rücksitz seines Maybach-Fonds an, nach wenn ihn fucking Sterbenswörtchen sagen, wie bei Grabesreden. Es ist halt, also ich kann immer noch nicht mir vorstellen, wie es für jemanden ist, der irgendwie Kolle-Fan seit Tag 1 ist, so viel, so ein paar haben mir geschrieben, jetzt nicht viele, aber ein paar haben mir geschrieben, dass sie wirklich Kolle-Fan seit Tag 1 sind und es überhaupt nicht, auch überhaupt nicht checken so, dass es jetzt wirklich, wirklich vorbei ist. So, wisst ihr, ich mein Chat? Dass es so wirklich jetzt zu Ende ist. Es ist wie, wenn es, keine Ahnung, auch für mich ein Savage oder Sido oder Kimo oder so aufhört. So, wisst ihr, ich mein? Das ist so, es ist einfach unvorstellbar so. Wirklich. Die Staatsaffären blaut uns schwebt aus dem Loft. Wolkenkratzer spalt in den Himmel, bis Regen raustropft. Du sitzt mit gesenktem Kopf am Schreibtisch, wenn ich strenge Schloss Hermine dreinblick. So wie Harry Potter Sidekick, so viel. Ey, Bro, okay, das war aber ein voraussehender. Ja, ein voraussehender Wortwitz oder auf jeden Fall sowas, ne? Hermine! Wie Harry Potter Sidekick oder sowas, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt wirklich Harry Potter wirklich nur eine Folge, nicht Folge, das sagt man ja nicht bei Harry Potter, ne? Man sagt ja nicht, man guckt eine Folge Harry Potter, man guckt einen Film. Ich habe nur einen geguckt, aber ich kenne natürlich Hermine, ne? Hermine, Ron und Harry Potter. Mit gesenktem Kopf am Schreibtisch, wenn ich strenge Schloss Hermine dreinblick, so wie Harry Potter Sidekick. Aber es hat auch wieder gut gerappt. So viel Money im Safe, sie stapelt das Geld, hab's in allen Farben der Welt, so wie Faber-Castell. Hör, was die Straße erzählt, Cash, vor dem ich Wind bekomme, wie der aus Dollars geformte Fächer in der Mittagssonne. Und Money lange vor dem Crypt, totaler Wahnsinn. Guck mal, ey, ohne Witz ist es krass. Es ist wirklich krass, wie die Vocal da manchmal hin und her springt so. Also es war jetzt in den 6,5 Minuten zwei, dreimal so, dass die Vocal einfach irgendwo so eine Frequenz hat, die dich einfach voll anspringt so. Wie der aus Dollars geformte Fächer in der Mittagssonne. Hold money lange vor dem. Hier, hold money lange vor dem. Das, nur diese Wörter hier sind es. Oh, das war jetzt viel zu viel. Dieses Old Money, da ba ba ba, lange vor dem. Wisst ihr, ich meine, nur diese Wörter sind's. Hört mal, also konzentriert euch mal drauf. Mittagssonne, Old Money, lange vor dem. Hört ihr das? Totaler Wahnsinn, milde Nächte. Still King, lieber Respekt als Sympathie, denn ich bleibe immer der, der ich bin. Still King. Okay, das war Still King und Still King is out now. Ey, ohne Witz, ich habe mich ab und zu so ein bisschen nicht durchgequillt durch den Song oder sowas, aber Beat ist jetzt nicht so. Ist nicht so Dance-Kolle, den ich gerne höre, auf so Beats, um ehrlich zu sein, ne? Da fand ich, wie gesagt, diese Boom-Bap-Sachen oder so. Auch auf der letzten Platte, La Deutsche Vida, die Beats. Also zum Beispiel zumindest die so, auf jeden Fall geiler so. Aber es sind auch nur zwei Songs, mein Gott, von einem Album, wo 36 drauf sind oder sowas. Oder 38, ne? 2x19, glaube ich, waren es. Also da sind auf jeden Fall noch geile Sachen dabei. Gehe mal stark davon aus.